Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Episode von Wig and Roll. Ja, das war das Radio wieder. So, ausschalten, wegen konnten da die Treffer und so weiter. Ah, hat er schon alles verstellt hier. Warte mal eben, wie war es nochmal? So, zurück, so ist gut. Warte mal eben, das war ein Steuerung M. Ja, so, wir müssen wieder... Ah, guck mal da. Getankt müssten wir auch haben. Mal den Motor anmachen. Na, wir haben zuletzt nämlich hier den kleinen Wettbewerb sind wir gefahren, wo wir uns da 9000 Ocken dazu verdient haben. So, gucken. Ah ja, okay, so geht's. Oh, ich vermisse das Rausgucken aus dem Fenster hier. Bin ich mittlerweile von Scania Driving Simulator, ETS 2 und ATS gewohnt. Was wollte ich jetzt eigentlich machen? Warte mal. Ich glaube, ich wollte... Audio eben was einstellen. Warte mal eben. Die hat das alles auf hoch gesetzt. Kein Wunder, dass ich... Gehen wir auch mal ein bisschen wieder runter. Sonst hört er mich ja nachher nicht mehr. So. Wollte doch sagen, irgendwas ist hier faul im Start in Dänemark. Grafik, habe ich ja gesagt, lassen wir so. Einstellung, Verkehrsdichte. Mal die Kartenrichtung ausprobieren, die mal eben umändern. Gucken, ob ich dann damit besser zurechtkomme. So, ne? Ah ja, ich habe wieder W gedrückt. Ist klar, man sieht es daran, dass die Scheibenwischer angeln. So, rechte Maustaste war rauszoomen. Linke Maustaste reinzoomen. Ups, was war das? Ich glaube, wir haben irgendwas verloren. Und ich glaube, ich wollte zurück zum Warenhaus. Warte mal. So, und wieder rein da. Wenn das geht. So. Aber wie gesagt, ich versuche, wenn es geht, wenn wir allein unterwegs sind, hier in dieser Ansicht zu fahren. Auch wenn das ein bisschen schwierig ist. Hat schon wirklich hier Hard Truck 18 Wheels of Steel Qualitäten. Das ist irgendwie so ein kleiner Rückschritt, finde ich. Okay, damals war es wahrscheinlich der Hammer so 2010 rum, aber nachdem ich jetzt Scania Driving Simulator, ETS 2 und ATS verwöhnt bin, ist das jetzt wieder ein bisschen ungewohnt. Und halt, was wir auch machen, hier ATS und ETS 2 und hier Rick'n'Roll haben ein und denselben Vorfahren, nämlich Hard Truck 18 Wheels of Steel. Warte mal, hier müssen wir rein. Wrong way. So, aber das habe ich ja alles schon mal im ETS 2-ATS erzählt, aber die Folgen werdet ihr wahrscheinlich erstmal später zu sehen bekommen, da ich die Folgen erst gestern aufgenommen habe. Aber ich bin im ATS und ETS 2 so weit voraus, ich glaube, bis er das zu hören bekommt, was ich in den beiden gesagt habe, ist das Spiel schon längst rum. Oh Mann. Was nehmen wir ein schönes? Warte mal eben, wir müssen noch ein bisschen Geld. Wie viel Geld haben wir denn eigentlich? Farben und Lacke nach Dingsbums. 40.000 nach Reno. Komm, müssen wir machen. Du hast kein Filialenziel gegen, kannst du deshalb keine Anträge annehmen. Ist in Ordnung. Ich möchte ihren Auftrag nur hinbringen. Ich möchte ja nur mit euch fahren, Leute. Du bist Fünfter. Yeah. 40.000. Nach Reno müssen wir.
Ich hoffe, ich kriege das hier hin. Da war ich ja noch nie. Doch schon im ATS und bei. Im Ding schon, warte mal eben. Steuerung Tab. Wo ist Reno? Warte mal eben. Ich würde sagen, da fahren wir jetzt erstmal auf die Autobahn. Richtung West, würde ich sagen. Fahren wir hier hoch. Und dann haben wir eine Stunde Zeit, dahin zu kommen. Wir dürfen auch nicht allzu viel von unserem NOS wegschmeißen. Was habe ich jetzt gesagt? Oh Gott, Steuerung M. Gucken, Reno. Wir sind 5 auf 5. Da bin ich mal gespannt, wie lange der Tank durchhält. Sagen wir 40.000 reinkriegen. Wow. Tja, viel zu erzählen habe ich jetzt gerade nicht, weil ich mich echt hier, ich fahre zum ersten Mal hier im, was wollte ich schon ETS sagen? Na gut, hier kannst du nur hier lang fahren. White two lanes. Santa Monica geht nicht, wir können nur in der Richtung die 10 hochfahren. Deswegen, wenn ich gerade nichts so sagen sollte. Ich bin gerade darauf konzentriert, A, das Rennen zu gewinnen, B, ohne Unfall irgendwo hinzukommen und C, mich auf der Karte zu orientieren. Da bleibt kein Auge trocken. Und wir müssen einmal kurz mit ein paar Stößen mal das Ganze wieder in Schwung bringen. Gucken wir, wie vor die sind, hör mal. Wow. Und dann müssen wir gleich die 101 fahren Richtung. Ist das ausgeschildert? Ich glaube, die nächste Investition wird Navi werden, warte mal. Oxnard, San Diego? Nee, da will ich ja nicht hin. Ich will ja nicht nach Oxnard. Ich will ja gleich, wenn es geht, dann möchte ich bitte links rum abbiegen. Hat das Seiten gerade gedonnert? Oh, no tracks, wir müssen hier eh rüber. Okay. Müssen wir jetzt doch nach Oxnard wieder rumkurven? Mal, wie weit die schon vorne sind, hör mal. Können wir gleich mal kurz eben eine kleine Frühstückspause bei uns machen, oder? Tschüss. Oh, lol. Bleib du mit deinem Giganten der Landstraße mal auf der Seite. Guck mal, wie weit die weg sind. Hör mal, die sehe ich ja noch gar nicht. Aber wenn wir jetzt durch Oxnard müssen, wetten, jetzt kommt gleich ein Funkspruch rein. Hallo. Kommen Sie bitte zum Polizeirevier. Einmal dann fressigen Besen, der 30 Tage in Sirup gestanden hat. Und wenn jetzt einer sagt, ich bin naschhaft, dann hat er recht. Na, oh, jetzt geht's bergauf. Da muss ich mal ein bisschen auf die Tube drücken.
79 Leute. Ich glaube, wir müssen Sacramento durch, ne? Nee, Santa Barbara eher gesagt. Wir müssen weiter hier durch. Komm, müssen wir... Ah, 100 mph fahren wir gleich. Aber wir heben gleich ab, du. Einen ersten haben wir gleich. Na, den hier noch nicht hier. Boah, ich bin mal gespannt. Hör mal, ob wir da ankommen. Selbst wenn wir in Führung liegen, wir können alles noch verlieren. Wo müssen wir denn jetzt langfahren? Oh Gottchen. Ich glaube, wir müssen hinten Richtung Glendale fahren, ne? Zur Mojave-Wüste, so wie es aussieht. Ich fahre mal hier rum. Ich bin mir jetzt echt nicht sicher, was ich tue. Ich bin gerade angespannt wie ein Flitzebogen, Leute. Aber scheint richtig zu sein. Würde mich mal interessieren, ob die Straßen hier richtig nachempfunden sind, weil wenn ja, dann... Wow. Dann habe ich großen Respekt. Weil die sind dann nämlich besser als die vom ATS. Sache, wenn ich Oxnard hier vergleiche mit dem Oxnard hier im ATS, das ist ja Oxnard ein Ding mit zwei Häusern. Was kriegen wir eigentlich, wenn wir... nicht als Erster ankommen. Aber wir müssen nachher auf jeden Fall mal tanken. Boah, wir waren noch nie in Reno hier. Ja, im ATS schon. Im Hard Rock 80 Wheels of Steel auf jeden Fall ein paar Mal. Howlin' müsste ich auch in Reno gewesen sein. Ich weiß es schon gar nicht mehr. Weil ich habe das Spiel zum letzten Mal 2008 gespielt. 18 Wheels Howlin'. Und halt eine Show mit euch gemacht. Zweimal, aber ansonsten... So, wir sind gleich Vierter. Also so ein Truck möchte ich haben hier, du. Mit Schnauze und mit... so einer. So stelle ich mir einen richtigen amerikanischen Truck vor. Und den richtigen amerikanischen LKW-Fahrer stelle ich mir als Vierter vor. Nein, Quatsch. Ja, hier sind wir schon nach Palmdale rumgefahren. Was uns natürlich passieren kann, ist, dass vorne der Tank leer ist. Das dauert noch ein paar Meter. Joi, also das wird jetzt... Das wird ein Part-Hörmer... Das wird ein 2x30-Minuten-Part werden wahrscheinlich. Ich habe keine Ahnung, wie lange wir unterwegs sind. Ja, was wollte ich sagen? Apropos Truck, so stelle ich mir den amerikanischen LKW-Fahrer vor. So mit diesen... Truck, wie ihr da schon gesehen habt, wo gerade dran vorbeigefahren sind mit den beiden Pipes.
mit richtiger Schnauze und dann drin so richtig Cowboy-mäßig angezogen. Weil wir sind ja die Cowboys der Landstraße, ne? So. Ja, Palmdale, da waren wir schon mal. Eigentlich noch nicht. Wir waren in der Nähe von Palmdale. Wo wir halt den Cold Mike rausgepfeffert haben. Ach Leute, wie hieß die Band von ihm nochmal? Cold War? Cold Play? Boah, komm, wir haben den Staub auf. Wir sind ja Armstrong. Oh, wo kommen die jetzt alle her? Und es ist zweispurig. Zum Warnhaus müssen wir nicht. Wir müssen weiter geradeaus fahren. Weiter Richtung Norden. Die anderen drei trubbeln sich. Natürlich trubbeln die sich. Nein. Lanchester. Okay, wir müssen Richtung Mojave fahren, so wie es aussieht. Mir geht gerade echt die Pumpe, weil ich echt keinen Plan habe. 85, ja, wir brauchen einen besseren Motor. Das machen wir dann, wenn wir das Ding gewonnen haben. Mir geht's gerade bergauf, habe ich das Gefühl. Stimmt, der war mal schon mal. Die haben ihn ja rausgeschmissen, den Mikey. Meinem Namensvetter. Willkommen in Lanchester City Limit. Ach, scheiß drauf. Nur mal kurzen Stößen. Ich sollte mir angewöhnen, die Motorbremse zu benutzen. Ich bin still, Leute. Ich bin ganz still. Und nächste Investition wird auch werden. Dann, wo ist ein Reno hin? Okay, die biegen ab nach Lone Pine runter. Okay. Wir müssen nachher sowieso irgendwo nochmal tanken, bevor wir irgendwo ankommen. ...85 schafft er nur, das ist ein bisschen wenig. Am I speaking to Nick Armstrong? Ja. You are? My name is Mary Jones, Caltrack Company. I want to offer you a job. What's the job? We have a shipment of computers waiting to be taken from the airport in Mojave to a railroad junction in the LA suburbs. There is no urgency and the pay is standard. Kann ich grad nicht. It's a good job, but I have to turn you down. I'm in the middle of something else at the moment. Okay, Nick, sorry to trouble you. Wir können nicht. Wir können das vielleicht auf der Rückfahrt machen, aber jetzt nicht, wo wir hinfahren.
Und wir werden gleich einem... Oh, wir haben den zweiten auch schon in Sichtweite. Aber wir werden gleich mal kurz tanken, eben schnell. Da ist nämlich eine Tankstelle. So, komm Nick, aussteigen, eben schnell tanken und los geht's. Da kommt er schon. Das war knapp, Leute. Okay, da sind die anderen. Die haben wahrscheinlich auch schon getankt. Das ist ja überall der Formel 1 hier, wie Boxenstopp und so. Wir müssen die 14 Lone Pine. Leute. Ich bin gerade ein bisschen angespannt, weil ich mich hier in der Ecke nicht auskenne. Ah. Da ist er, da ist er, da ist er. Und dann, ich hoffe, Reno ist nachher ausgeschildert. Weil die 40.000 müssen wir haben. Und dann werden wir gleich, wir fahren dann gleich zurück. Mojave wieder. Oder Mojave, oder wie spricht man die aus? Da, Reno ist ausgeschildert. Sehr schön. ...48 Minuten haben wir Zeit. Wow, wow! Das ist ja hier immer wie bei Hard Truck 8 in Wheels of Steel hinten die Ecke. Da haben wir auch so Passagen drin gehabt, wo ich mir dachte, wow. Da ist der nächste, die müssen alle getankt haben. Sagen wir mal gleich Geld reinkriegen, dann werden wir gucken, dass wir den Wagen ein bisschen aufrüsten, bitte. Ich bin gerade echt still. Entschuldigung, ich bin echt angespannt. Ihr denkt ihr bestimmt, Mikey, warum denn? Da ist doch nichts. Ja doch, ich will das hier gewinnen. Ich will hier durch. Wir haben eine E-Mail bekommen. Die gucke ich mir aber gleich erstmal an. Oh, es ist echt hier. Wenn wir den gleich durch haben, hör mal, dann sind wir. Wow, dann sind wir ja als Zweiter. Wow. Wir sind wirklich Zweiter. Hey. Wir müssen weiter nach Norden, nach Reno. Ach, jetzt wird der Verkehr wieder dichter. Lasst uns ein bisschen Staub aufwirbeln. Warte mal, was ist denn das hier? 395, Entschuldigung. Ich muss auch ein bisschen mal die Gegenspur mitbenutzen. Gleich sind wir Erster. Jetzt müssten wir schon im zweiten Part sein. Weil die Aufnahme ist jetzt schon 24 Minuten alt.
Obwohl, ich glaube, ich mache 30 Parts draus. 30 Minuten Parts. Wir müssen ein bisschen Geld machen und dann gucken wir nach, dass wir zurück nach Hause fahren und dann ein bisschen die Storyline vorantreiben, würde ich sagen. Jo. Na, wir brauchen noch nicht. Wir könnten es bis nach Reno schaffen. City Limit, da hält sich kein Arsch dran. Bye bye, Baby. Ja, ich bin Fürst, ich weiß. Ah, Fürst Metternich. Sind wir durch Lone Pine durch? Nick Armstrong, I have some information about Matthew. I'm listening. No, we need to meet up. All right, where? Come to 60 Miles. It's a bar near the city's north entrance.